this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66 Stunde der Wahrheit. Heute Abend am 17. September, Montagabend 2018, habe ich mich wieder mal über Skype eingefunden mit meinen beiden deutschen christlichen Brüdern Michael aus der Grenzgegend mit Niederlande und der Viktor aus der Gegend, wo ich selbst herkomme, bei Hamburg, um heute die wohl abschließende Lesung zu machen aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, das der Viktor so wunderbar für uns übersetzt hat. Und wir sind heute in der 37. und wohl abschließenden Lesung dieses langen Werkes angekommen, wobei ich mir zu Anfang niemals hätte vorstellen können, dass das tatsächlich 37 Lesungen beschlagnimmt, wenn ich sehe, dass ich im Englischen gerade mal 13 Videos hochgeladen habe. Aber so ist das, wenn der Heilige Geist leitet, und die Deutschen haben ein viel mehr, die Deutschen haben viel mehr Aufarbeitung in dieser Art Geschichte nötig als die Amerikaner, weil die Deutschen haben eine viel längere europäische Geschichte, als die Amerikaner sich vorstellen können. Deren Staat besteht ja gerade mal noch keine 300 Jahre. Das ist halt ein Unterschied, ja, und da muss man natürlich da auch ein bisschen anders rangehen. Wir haben eine ganz andere Kultur, wir Deutschen, und deswegen gibt es zu eben diesem Buch auch so viel mehr zu sagen. Und ich freue mich wirklich ganz besonders, dass ich meine beiden Brüder heute am Mikrofon wieder begrüßen darf, sowohl den Michael wie auch den Viktor, mit dem ich eben gerne anfangen möchte, ihn euch nochmal eben vorzustellen. Hallo Viktor, herzlich willkommen zur Lesung heute, einen wunderschönen guten Abend und ich hoffe, es geht dir gut. Moin moin und hallo, ja, bei mir ist alles gut und ich hoffe, bei euch beiden auch. Ich gebe das Wort mal gleich weiter an Michael. Ich denke, wir werden jetzt noch in dieser Lesung noch ja, das eine oder andere noch Interessante besprechen, beziehungsweise nochmal dann rekapitulieren. Und deswegen werde ich jetzt keine weitere Zeit verlieren. Gut. Michael, herzlich willkommen. Ja, hallo ihr beiden. Hallo liebe Zuhörer und Zuschauer vom Kanal Joggler 66 hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Heute ist das voraussichtlich letzte Kapitel, das heißt, wir steigern uns jetzt zur Finalisation und wir sind einfach mal gespannt, ob wir den einen oder anderen damit jetzt tatsächlich auch mal so ein bisschen aufklären konnten und der vielleicht auch früher in der Schule so ein bisschen den Geschichtsunterricht langweilig gefunden hat, dass man da jetzt vielleicht heutzutage mal ganz anders drüber denkt und ja, auch aus der Geschichte halt lernt. Und so wie ich aus der Grenze bei Holland komme, kommt der Kollege Viktor ja aus der Grenze zum Weißwurst, Äquator, glaube ich, so heißt das bei euch. Und da wir dann beide halt hoffentlich heute Abend keine Grenzgänger sind, wollen wir mal versuchen, das heute Abend mal so richtig schön, wie Jörg das immer so macht, wie in einer Schulstunde sozusagen, jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde, glaube ich, eine Lesung machen und dann kommt noch eine Zusammenfassung, auf die ich mich dann auch freue. Dann hat man auch, so wie in der Werbung, wenn man am Ende nach etwas mal doppelt wiederholt, hat man es auch, glaube ich, dann besser verstanden und vor allen Dingen, man behält es dann auch. Das wären jetzt meine Worte. Gut. Ja, wir sind heute mit der 5. Lesung im Grunde jetzt beschäftigt, in diesem 37. Teil, um das 12. Kapitel der Pro-Germanismus von Papst Pius XII. Aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche abzuschließen. Und es ist natürlich so, wenn das wirklich unsere letzte Lesung wird, kann man hier und da auch nochmal auf andere Dinge eingehen, die bereits vorher in diesem Buch gesehen wurden. Und ich glaube, dass ich nicht übertreibe, wenn ich ganz ehrlich sage, dass dieses 12. Kapitel bis jetzt schon sehr, sehr interessant und aufschlussreich war in den vorangegangenen 4 Sendungen. Nur über das 12. Kapitel gesprochen. Nochmal gar nicht von dem 2. Kapitel, das da hieß, die Jesuiten und die Protokolle der Weisen von Zion. Das hat ja eine ganze Menge Leute in Deutschland aufgeschüttelt, als sie darüber gelesen haben. Aber heute fahren wir eben, wie gesagt, fort in dem 12. Kapitel und wir sind hier auf Seite 8, unten auf Seite 8, da werden wir hier weitermachen unter dem Absatz Jesuitenpropaganda unter Protestanten. Ich habe heute Nachmittag Zeit gehabt, mir nochmal einen kleinen Film zusammenzustellen, habe da alle Bilder, die in der Buchlesung gebraucht wurden, zu einem kleinen Film zusammengestellt. Der dauert, wie ihr seht, hier eine gute halbe Stunde. Das werde ich nebenbei laufen lassen, neben der Lesung, neben anderen Bildern, die wir vielleicht noch einblenden und anderen Besprechungen, die wir machen. Aber werde ich jetzt mal sagen, erstmal Film ab. Und neben Film ab werde ich jetzt hier Jesuitenpropaganda unter Protestanten im 12. Kapitel vorlesen.
Erzbergers Propagandamission. Ja, wir wissen, wir erinnern uns ja, dass Michael Erzberger, über den wir bereits gesprochen hatten und Matthias, eben auch. Matthias. Ja. Matthias Erzberger, Entschuldigung. Ja, sorry, ich sag immer, sorry, dass ich dazwischen gerufen habe, aber. ich weiß nicht, warum ich immer auf Michael Erzberger komme. Nein, Matthias Erzberger. Auf den wir natürlich schon vorher eingegangen sind. Das ist ja ganz richtig, Michael, dass du mich darauf hinweist, dass ich da verkehrt bin. Also der Matthias Erzberger mit seinem Buch Erlebnisse im Weltkrieg, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, und dem seine Propagandamission endete kurz nachdem Eugenio Pacelli sich in Deutschland niedergelassen hatte. Das war 1917. Mit lobenswerter Offenheit erzählt uns Erzberger auf Seite 7 seines Buches, dass ihm, Zitat, eine Reihe von Jesuitenpriestern zur Seite gestanden haben, die uns bei der Aufklärung fremder Länder äußerst wertvolle Dienste geleistet haben. Ende Zitat. Auch waren diese Propagandaaktivitäten nicht auf katholische Kreise alleine beschränkt. Für Protestanten in Amerika sollte es von Interesse sein zu erfahren, dass dieser prominente römisch-katholische Politiker, also von Erzberger sprechen wir hier, der Hand in Hand mit den höchsten Würdenträgern des antichristlichen Papstes arbeitete, auch die sogenannten wöchentlichen evangelischen Briefe organisierte. Ja? Wir sind ja bereits früher in einem früheren Kapitel dieses Buches darauf eingegangen, wie der Vater Coughlin in Amerika mit Propagandamaterial von Goebbels im Zweiten Weltkrieg unterstützt oder zur Zeit des Dritten Reiches, vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, unterstützt wurde. Und der Vater Coughlin halt viel Propagandamaterial in amerikanischen Protestanten verteilt hat, der 20 Millionen Menschen erreicht hat. Jetzt lesen wir hier von diesen anderen Briefen über einen gewissen Dr. Deismann. So, und da will ich euch mal eben das Bild mit dabei geben, weil ich habe von dem Deismann ein Buch, ein Bild mir bereits hier rausgesucht. Das weiß ich nicht. Da ist er ja. Ich habe ihn mit mit SS geschrieben. Das ist hier der Adolf Deismann, die Person, über die wir hier in dem nächsten Satz jetzt lesen. Diese Briefe, fährt der Autor fort, und übrigens, hier gibt es einen Wikipedia-Link, dass ihr euch den anschauen könnt, wer er ist, wie er ausgebildet wurde. Und dabei lernt man eben auch, wie ich dabei geschrieben habe, Tübingen ist eine jesuitische Universität. Dr. Deismann hat in Tübingen studiert, an der jesuitischen Universität. Diese Briefe, sagt der Autor, wurden von Dr. Deismann, Professor für evangelische Theologie an der Universität Berlin, herausgegeben und sind speziell an amerikanische Protestanten gerichtet. Also deswegen meine Erinnerung daran, dass wir mit Vater Coughlin wir genau dasselbe hatten. Ne? Die spätere Unterstützung des deutschen Propagandaministeriums von Jesuiten Vater Coughlin. Wir sprechen ja hier über die Zeit des Ersten Weltkrieges, und das mit Vater Coughlin war halt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs oder besser gesagt zur Zeit des Dritten Reiches in der Zukunft hier. Professor Deismann, sagt Erzberger in seinem Buch, war sehr gewandt bei der Erstellung seiner Adresslisten. Wir haben den Inhalt dieser Briefe bewusst amerikanischen Interessen angepasst. Professor Deismann hatte einen guten Grund, mit der Aktion zufrieden zu sein. Der Generalsekretär des Bundesrates der Kirchen Christi in Amerika, der 30 evangelikale Kirchenorganisationen mit 125.000 Gemeinden vertrat, unterhielt enge Beziehungen zu ihm. Also der Einfluss dieser Briefe, die aus dem deutschen Propagandaministerium im Ersten Weltkrieg, zur Zeit des Ersten Weltkriegs, von dem Matthias Erzberger kam, haben 125.000 Gemeinden in Amerika erreicht. Kann man sich ja vorstellen, über wie viele Personen das geht. Also eine unglaubliche Penetration, kann man hier schon sagen, wurde hiermit erreicht. Ja? Dieser Herr hätte es vielleicht nicht getan, Deismann, wenn er gewusst hätte, dass diese wöchentlichen evangelischen Briefe finanziert und in letzter Instanz von Propagandachef Erzberger und seinen jesuitischen Assistenten geleitet wurden. Nur mit diesem Satz bin ich nicht ganz einverstanden, weil er selber ja in Tübingen studierte, glaube ich eher, dass der Autor hier irrt. Denn wenn er selber in Tübingen an einer jesuitischen Universität studiert hat, der weiß ganz genau, was er tut. Und der weiß ganz genau, was der Erzberger damit auch erreichen will. Der Erzberger war ja auch jesuitisch geschult.
Matthias Erzbergers Ermordung, ja, Matthias, nicht Michael, Entschuldigung da nochmal für, Matthias Erzbergers Ermordung 1921 war auch schon länger geplant. Die jungen Fanatiker, die ihn töteten, waren nur die Werkzeuge anderer, die diesen Mann, der zu viel wusste, eliminieren wollten. Das ist ein ganz wichtiger Satz und ich möchte hier nochmal gerne das Bild mit reinnehmen von Erzbergers Ermordung oder besser gesagt von seiner Leiche, wie er dann gefunden wurde. Ja, komm mal her, gib mir mal, das ist das Bild hier. Das hatte ich ja auch früher schon mal gezeigt, na, nach dem Anschlag wurde er hier gefunden, das war 1921. Die jungen Fanatiker, die ihn töteten, das ist ein ganz wichtiger Satz, ja. Wollen wir den mal eben farblich markieren hier, dass er uns ein wenig mehr ins Auge springt. Die jungen Fanatiker, die ihn töteten, waren nur die Werkzeuge anderer, die diesen Mann, der zu viel wusste, eliminieren wollten. Warum ist das so ein wichtiger Satz? Weil es über diesen Zustand, dass hier zwischen Anführungszeichen junge Fanatiker, die die ausführenden Werkzeuge anderer waren, eine sich in der Geschichte wiederholende Tat oder Tatsache ist. Ja? Zum Beispiel John Wilkes Booth, der nur das ausführende Organ der Verschwörung um John und Mary Surratt war bei der Ermordung von Abraham Lincoln. Dann Lee Harvey Oswald, der das Werkzeug war für die Leute, die jemanden brauchten, die einen Buhmann brauchten für die Ermordung von John F. Kennedy. Und jedem Menschen mit zwei funktionierenden Gehirnzellen ist inzwischen deutlich genug, dass Lee Harvey Oswald die Tat, so wie sie ihm zur Last gelegt wurde, auf die Art und Weise niemals hätte begehen können. Und jeder, der schon mal von Eric John Phelps gehört hat und der sich schon mal selber mit dem Attentat von John F. Kennedy beschäftigt hat, der weiß, dass da viel, viel mehr hinterstand. Auch der freimaurerische Hintergrund der Ermordung von JFK ist ganz interessant, der alleine schon mit dem Datum beginnt. John F. Kennedy wurde ermordet am 22. November, 22. Tag des 11. Monats. 22 und 11 ist wie viel? Ihr kennt die Kabbala der Freimaurer, ne? Dealey Plaza und so weiter und so weiter. Da kann man eine eigene Serie drüber machen. Da sind ganze Bücher drüber geschrieben, über die Ermordung von JFK und die wahren Hintergründe davon. Der Punkt ist nur, dass wir hier sehen, dass selbst hier in diesem Fall von Erzberger junge, zwischen Anführungszeichen Fanatiker, gebraucht wurden, um die Tat auszuführen, die andere Menschen sich zu fein waren auszuführen. Aber dafür zu sorgen, dass dieser Mann, Matthias Erzberger, der zu viel gesagt hatte, und bereits zu viel geschrieben hatte in seinem Buch Erlebnisse im Weltkrieg, dass dieser Mann aus dem Weg geräumt werden musste. Das passierte dann halt 1921. Und die haben sich halt dieser Fanatiker bedient. Und ein paar Jahre später haben wir dasselbe in Deutschland nochmal. Der Reichstagsbrand, das war ja auch, meine ich, kurz nach der Machtergreifung 1933, wurde ja auch einem zwischen Anführungszeichen Kommunisten in die Schuhe geschoben, weil das eben in die Agenda passte, die man damals brauchte. Ja, das ist eine sogenannte False Flag, ein Anschlag unter falscher Flagge. Und davon gibt es zuhauf. Da zählt zum Beispiel alleine im Ersten Weltkrieg, um die Amerikaner in den Ersten Weltkrieg eintreten zu lassen, die Lusitania dazu. Da zählt dann natürlich Pearl Harbor dazu. Da zählt dann natürlich der sogenannte Angriff auf den polnischen Sender Gleisnitz zu, der Hitler dazu veranlasst hat, im Radio zu sagen, seit heute früh um 5 Uhr wird zurückgeschossen. Ja, das war auch ein Anschlag unter falscher Flagge. Pearl Harbor natürlich, Vietnam mit der Bay of Tonkin oder wie es da heißt, glaube ich. Und natürlich den größten falschen Anschlag überhaupt, 9-11, den ja wohl jeder inzwischen irgendwo kennt. Das sind alles wiederkehrende Dinge. Und je mehr wir die Geschichte, unter anderem auch dieses Buches und dieser Zeit verstehen, desto mehr sehen wir auch, wie das wieder und wieder und wieder in der Geschichte sich wiederholt.
Wie die Bibel bereits sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Geschichte ist nur eine Wiederholung. Man gebraucht andere Worte, andere Personen, andere Orte. Aber das Prinzipielle wiederholt sich immer und immer wieder. Also, Matthias Erzberger hatte schon zu viel gesagt und war zu eng mit Ereignissen verbunden, in denen die Befürworter des gegenwärtigen Weltkriegs demütig in Deutschland sahen. Eine zweite Person, die mir hier gerade in den Kopf kommt, für die dasselbe galt, das war der Jesuitenpater Bernhard Stempfle, der Ghostwriter, da fällt mir jetzt gerade kein deutsches Wort für ein, für Ghostwriter, ja, Schattenschriftsteller oder so, der halt für Adolf Hitler das Buch Mein Kampf geschrieben hat, dann inhaftiert wurde im KZ Dachau und bei einem zwischen Anführungszeichen Fluchtversuch dann ganz bequem 1934 abserviert wurde. Ja? Ja, und kleiner Kommentar, den ich hier noch eingefügt hatte. Und dass Erzberger und alles, was wir hier über ihn lasen, nirgends heute in der Schule gelehrt wird, das bestätigt ja wohl genau den von mir genannten Fakt. Habt ihr da vielleicht irgendwie eine Bemerkung zu im Moment oder enthaltet ihr euch einer Meinung, dass ich weiterlesen soll? Man muss auch zuhören können, ne? Ja, ich sage immer, Michael, wer zuhört, der kann was lernen. Wer was sagt, der lernt nichts. Man lernt nur, wenn man zuhört. Vielleicht sollte ich immer mehr meinen Mund halten, aber da kann ich ja eine Vorlesung machen. Nee, aber es ist richtig. Gut, dann fahren wir mal fort hier in der Lesung. Pacellis Nachkriegsaktivitäten. Also wir sprechen über die Nachkriegsaktivitäten, natürlich bitte richtig verstehen, des Ersten Weltkrieges. Der Aufenthalt von Monsignore Pacelli, übrigens Monsignore ist ein Titel in der römisch-katholischen Kirche, der höher steht als Vater, ja, also als der Pater, das ist ein höherer Titel. Der Aufenthalt von Monsignore Eugenio Pacelli in Deutschland dauerte insgesamt mehr als 12 Jahre. Er lebte in München während der kurzlebigen bayerischen Sowjetrepublik, die er bekämpfte, und zur Zeit Hitlers ersten Putsch im Jahr 1923, den wir wahrscheinlich kennen als den Bierputsch, als Folge dessen Adolf Hitler ins Gefängnis ging und dann so gesagt das Buch schrieb, was wir ja gerade gesagt hatten, wer das geschrieben hat. Als Frankreich das industrielle Ruhrgebiet besetzte in den 20er Jahren, weil Deutschland sich weigerte, die Reparationszahlungen aus dem Versailler Vertrag fortzusetzen, flog der Nunzio, also Eugenio Pacelli, der höchste katholische oder Vertreter des Heiligen Stuhls in Deutschland, obwohl nicht in Preußen akkreditiert, passt auf, jetzt wird super interessant, demonstrativ aus der bayerischen Hauptstadt München nach Düsseldorf im preußischen Rheinland und veranlasste seinen Freund Achille Ratti, was für ein passender Name für den späteren Antichristen Papst Pius XI., eine offene Verurteilung des Ruhrabenteuers zu veröffentlichen. Jetzt kommt's. 1925 erwirkte Monsignore Eugenio Pacelli ein Konkordat mit Bayern, ein Konkordat mit Preußen im Jahre 1929. Wo haben wir denn da schon jemals von in offiziellen Geschichtslehren drüber gelesen? Als er zum Nuntius in Berlin ernannt wurde, und anschließend unterzeichnete er 1933 das berühmte Konkordat mit ganz Hitler-Deutschland. Nun, warum ist das so ein wichtiger Satz, den wir hier lesen? Ja, Jörg, wenn er so wichtig ist, warum markierst du ihn nicht farblich? Mach ich mal eben. Warum ist dieser Satz so furchtbar wichtig? Weil wir bereits in vorgehenden Lesungen gelernt haben, dass der Plan der römisch-katholischen Kirche war, die preußische protestantische Führungspolitik zu untergraben, aus dem Süden heraus, dass der Katholizismus den Protestantismus übernimmt. Und zwar, dass die Macht aus dem Süden kommend nach Berlin verpflanzt werden sollte. Und genau das zeichnet sich hier mit ab. Adolf Hitler, der ein Österreicher war, ein Katholik, der aus dem Süden kommt, aus einer katholischen Hochburg, Österreich, Bayern, wo er eingesetzt war, und nach Berlin zog, um dort dem Protestantismus mehr oder weniger den Gar auszumachen.
Dafür wird erst ein Konkordat mit Bayern erwirkt, 1925. Ein Konkordat ist ein Staatsvertrag, in dem der Staat, der mit dem Vatikan diesen Vertrag unterzeichnet, seine Akzeptanz zukundgibt, dass er die römisch-katholische Kirche als alleinige Staatsreligion anerkennt. Das ist einer der wichtigsten Punkte in diesen Staatskonkordaten, in diesen Staatsverträgen. 1929 mit Preußen, also zur Vorbereitung dessen, bevor Adolf Hitler dann 1933 nach Berlin kommt und dann in Berlin die Macht übernimmt. Davor gibt es bereits ein Konkordat mit dem protestantischen Preußen, ja, als Eugenio Pacelli zum Nuntius in Berlin ernannt wurde. Das war im Grunde seine krönende Arbeit, die er in Deutschland geleistet hat. Kurz darauf verschwand er nach Italien, um dort dann in Rom Staatssekretär, also im Vatikan, Staatssekretär zu werden, des Vatikan, in dessen Funktion er dann 1933 das Konkordat mit ganz Hitler-Deutschland unterschrieb. Dann kann man ja vielleicht sagen, dass es dann ja so eine kleine Belohnung war, dass er da aufgestiegen ist. Und zum anderen möchte ich mal eben die Zufälligkeit der Ereignisse konstituieren, dass er genau 1939 bei dem Ableben des vorherigen Papstes dann selber Papst geworden ist. Da gibt es so unglaublich viele Dinge, die wir hier noch gar nicht besprechen können, auf die wir hier gar nicht eingehen, weil die hier gar nicht erwähnt werden, wo du vollkommen mit Recht hast. Jedes Mal, wenn man so einen Satz liest, Michael, dann wird einem deutlich, was für eine Dose der Pandora man im Grunde aufmacht und wie tief man da noch reingraben könnte. Aber dann würde man sich wahrscheinlich auch ein wenig zu tief im Detail verlieren. Aber du hast ganz recht mit deinen Anmerkungen. Man muss sich alleine nur mal, wollen wir doch mal eben sehen, ich habe doch ein Bild von dem Konkordat hier. Man muss sich nur mal das Bild angucken von dem Konkordat von 1933 und die Leute anschauen, die da drin alle erscheinen und ihre zukünftigen Positionen dann später. Also, abgesehen davon, dass wir hier Ludwig Kahrs sehen, der ein römisch-katholischer Vertreter war und Vorsitzender der Zentrumpartei, haben wir hier Franz von Papen, den wir ja inzwischen zur Genüge kennen, den jesuitengeschulten Malteserritter. Aber wir haben hier zum Beispiel, um jetzt auf die anderen alle eingehen zu wollen, Giovanni Montini, Papst Paul den VI. Das war der Papst, der Johannes den 23. zum Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965 ersetzt hat. Und dem sein Nachfolger wurde Johannes Paul I., der 33 Tage in Dienst war. Und dann kam nach seinen 33 Tagen Johannes Paulus II., der eins der längsten Pontifikate in der Geschichte der Päpste überhaupt gehalten hat. Von 1978, das Jahr der drei Päpste, bis 2005 war der an der Regierung. Wenn man sich wirklich jetzt mal die Mühe macht, all diese Gesichter hier zu durchlaufen und zu sehen, welche Geschichte ist hinter diesen Leuten. Alfredo Ottaviani, der auch eine sehr hohe Position im Vatikan bekleidet hat, der hier neben Eugenio Pacelli sitzt, der später dann Papst Pius XII. Wurde. Wenn man sich das anguckt, dann kommt man immer auf eine feste Clique, sage ich jetzt mal zurück. Ja, das ist unglaublich interessant. Entschuldigung. Und ich möchte noch einen kleinen Kommentar zu dem Bild abgeben. Ja, das ist unglaublich interessant und auch der Punkt, den du eben gerade gemacht hast. Wenn man sich die Hintergründe anschaut von so einem Bild und dann jede einzelne Person in deren Lebenslauf studiert und dann auf einmal die ganzen Lebensläufe zusammenschmeißt, dann sieht man, was für eine Clique das ist, die da im Grunde mehr oder weniger die ganze Welt in Atem hält. So, das wollte ich dazu eben mal sagen. Aber bitte, Michael, mach gerne deine Bemerkung. Ja, ich wollte mal zu den Ludwig Kahrs im Besonderen und zur Verbindung Staat und Kirche im Allgemeinen mal kurz sprechen, denn wir gehen ja eigentlich davon aus, dass Politik im Sinne einer Demokratie, zumindest heutzutage, eine Trennung zwischen Kirche und Staat wäre. Wir sehen aber da schon damals in der Weimarer Republik, bei dem Ludwig Kahrs ja die Zentrumspartei anführte, die Partei im Übrigen, die Adolf Hitler zur Mehrheit geführt hat, die er also dringend brauchte, um eine Mehrheit zu bekommen, 1933. Der Steigbügel für Hitler, ja. Ja, so genannt, ja. Dieser Ludwig Kahrs war ja jetzt nicht nur Politiker, sondern Ludwig Kahrs
ist studierter Theologe, katholischer Theologe und ist 1906, wenn ich der Wikipedia jetzt glaube, zum Priester geweiht worden. So viel mal zu dem Beruf des oder zu einem Berufspolitiker, denn in erster Linie war er vor seinem Wirken in der Zentrumspartei einfach katholischer Priester. Und da sehen wir eigentlich, dass die ganzen Leute, die da zusammenstehen, eigentlich eine ganze klerikale Clique sind und eben nicht Politiker, die in irgendeiner Art und Weise ein Volksbegehren oder einen Volkswillen vertreten. Ganz richtig. Ja. Das wollte ich mal sagen. Ja, das hast du sehr gut angeführt und ich möchte da gerne noch etwas zufügen. Wir sehen hier ja das Buch Bismarck und das päpstliche Rom, genetische Darstellung anhand der Quellen von Arthur Böttling. Ich habe das Buch ja schon ein paar Mal erwähnt bei meinen Lesungen. Ich kann nur jedem anraten, der Zeit und Muße hat, sich dieses Buch zu besorgen, weil, gehen wir eben auf Seite 451, da ist nämlich das Inhaltsverzeichnis, ziemlich weit hinten in dem Buch. Eben mal ein paar Seiten weiter. Inhaltsverzeichnis, da werden wir dann sehen, mal eben ein bisschen größer, dass ihr das sehen könnt hier. Da geht es auch um die Zentrumspartei. Hier, die katholische Fraktion auf Seite 55 bis 59. Da sprechen wir von der katholischen Fraktion im Reichstag in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die katholische Fraktion wird Zentrum. Das sind unglaublich interessante Informationen, die man unter anderem aus diesem Buch rausholt. Und das kann ich jedem nur sich ans Herz zu legen, sich diese Dinge anzuschauen und selbst zu studieren. Nicht mir zu glauben und mir zuzuhören, sondern studiert es bitte schön selber. Ich kann ja nur auch nicht jedes Buch lesen, aber im 19. Jahrhundert wurden unglaublich viele interessante Bücher geschrieben. Und dieses Buch von Arthur Böttling, auf den ich nur durch zwischen Anführungszeichen Zufall, wenn es das denn gäbe, gestoßen bin, die Fügung des Heiligen Geistes, von dem ich dann ja noch das kleine Büchlein gelesen habe, die Jesuiten im Deutschen Reich, sein Heft von 1903, das ich mir für 34 Euro aus der Schweiz bestellt habe, aus dem Antiquariat, im Originaldruck, und das Viktor inzwischen, wie viele Teile davon hast du bis jetzt hochgeladen, Viktor? Da sind alle 5 Teile hochgeladen. Da sind alle 5 Teile bei dir auf dem Kanal schon hochgeladen. Ja, bei mir kommt das, bei mir kommt das später, wenn wir das Buch von Griesinger auf dem zweiten Kanal komplett hochgeladen haben, bis der zweite Band dann kommt. In der Pause dazwischen kommen die paar Videos von dem Buch Die Jesuiten und das Deutsche Reich. Kann ich ja mal eben sehen. Ich hatte hier noch eine Mappe vorbereitet, glaube ich, wo das drin steckt. Warte mal, dann zeige ich euch das mal eben. Nee, nicht das Schwarze Reich. Ist das andere nicht drin? Eieiei, wo habe ich denn das Buch reingesteckt, wenn das hier nicht ist? Ja gut, ist jetzt nicht so wichtig, muss jetzt nicht unbedingt sein. Das werdet ihr dann ja sehen. Das ist ein unglaublich wichtiges Werk und der Böttling hat halt 1911 dieses andere Buch, was ich euch gerade eben gezeigt habe, gemacht und da sieht man wirklich, wie tief die Verwicklung dieser Zentrumspartei, von der heute jeder sagt, ja, die haben ja im Grunde gar nichts Wichtiges gemacht und das war ja alles gar nicht so wild, wo das runtergespielt wird und wenn man, wie Michael jetzt gerade eben mal sagt, selbst sich Wikipedia anschaut, dann kann man schon, wenn man hier und da ein bisschen mehr Kenntnis hat von den Dingen, wirklich die Punkte miteinander verbinden. Und das ist es ja, worauf es bei diesen Buchlesungen drauf ankommt. Wie gesagt, alleine schon, wenn ich mir hier diese Gruppe angucke und wenn ich jeden Einzelnen jetzt mal ein wenig mir näher angucke und näher studiere, dann begreife ich schon viel mehr diese ganzen Hintergründe, die uns sonst in unserem Studium mehr oder weniger vorenthalten werden. Ja, so, jetzt muss ich mein Buch hier nochmal aufmachen. Da waren wir hiermit beschäftigt. Gut, also 1925 erwirkte er Eugenio Pacelli, ja, der spätere Papst Pius XII. Ein Konkordat mit Bayern, ein Konkordat mit Preußen im Jahre 1929, als er zum Nuntius in Berlin ernannt wurde, um dafür zu sorgen, dass er in Berlin den Grundstein legen konnte für Hitlers Machtergreifung 33, mit dem er dann 1933 das Konkordat für ganz Hitlerdeutschland unterzeichnete. Das ist, sag mal, Jörg, eine Frage. Ja. Wenn sich jetzt Preußen in Konkordat schließt mit dem Vatikan, dann ist das doch letztendlich auch irgendwie eigentlich paradox. Ja. Ein Oxymoron. Ja. Ein Widerspruch. Und,
Richtig. Und in dem Sinne, ja, sehen wir ja auch dann anschließend, dass ja Preußen dann auch ja, von der Landkarte verschwunden ist, ne? Ja, Preußen ist ja heutzutage, also Preußen ist ja nicht untergegangen. Preußen existiert selbst heute noch, aber es ist genauso wie das Deutsche Reich handlungsunfähig. Auf diese Dinge, auf diese Schiene will ich jetzt noch gar nicht rein. Wenn man da anfängt, dann hört man hier überhaupt nicht mehr auf. Aber was wir begreifen müssen, Viktor, das ist ein Punkt, den du, glaube ich, auch machen möchtest hiermit. Was wir begreifen müssen, ist, Preußen war in der Hand von Freimaurern. Preußen hat bereits in der Zeit der Jesuitenunterdrückung zwischen 1773 und 1814 den Jesuiten ja zusammen mit Russland Unterschlupf gewährt. Ja? Und zwar, weil es freimaurerisch geleitet war. Und dafür muss man eben halt begreifen, dass die Freimaurer an der Spitze kontrolliert werden von den Jesuiten. Also ist im Grunde auch das sogenannte protestantische Preußen von den Jesuiten kontrolliert gewesen, mehr oder weniger. Aber wir sprechen hier immer über die Regierung. Wir sprechen nicht über das Volk. Das Volk wird nicht gefragt, ob es katholisch regiert werden will oder protestantisch regiert werden will. Das Volk denkt, dass es protestantisch regiert wird, weil es in einem protestantischen Preußen lebt und weil ihr protestantischer König nach außen hin sich protestantisch gibt. Aber dafür gebraucht er dann wahrscheinlich, was man eben nennt, diese geistigen Reservationen, diese geistigen Vorbehalte bei seinen Amtsschwüren und so weiter und so weiter. Kommt das noch auf einer Ehe? Kamera läuft doch noch, oder? Mal eben checken. Ja. 31 Minuten erst. Kann das? Sind wir so spät angefangen? Nicht, dass wir da jetzt ein Problem haben hier mit der Aufnahme. Ich Das dachte. kann schon hinkommen. Ja, kann das hinkommen? Dann sind wir so spät angefangen. In Ordnung. Ich habe nur die Berichte noch nicht so spät gesehen. Außerdem dachte ich, dass es da vorhin schon mal gekommen war. Jetzt habe ich meinen Draht gerade eben verloren. Also, die jesuitische Kontrolle über die Freimaurerei sorgt im Grunde dafür, dass die Jesuiten immer die Kontrolle haben. Sowohl über die rechte Flanke als über die linke Flanke. Die Jesuiten haben die Kontrolle über die päpstlichen Orden, also die päpstlichen Ritterorden, wie die Malteserritter und alle anderen päpstlichen Ritterorden. Es gibt ja nicht nur die Malteserritter, ich habe jetzt keine Lust, die alle aufzuzählen, da gibt es ja hunderte. Und sie haben die Kontrolle eben auch auf der anderen Seite über die Freimaurerei, weil sie eben die Freimaurerei im Anfang des 18. Jahrhunderts, rund 1717, komplett neu aufgerichtet und übernommen haben und die 33 Ränge des schottischen Ritus überhaupt erst gegründet haben. Das ist alles Arbeit der Jesuiten gewesen. Die haben die totale Kontrolle über die Freimaurerei. Aber das ist halt im Verborgenen, das begreifen die Leute nicht. Und hier, und das ist der Punkt, den Viktor eigentlich mit wenigen Worten machen wollte, wo ich jetzt für die Erklärung ein wenig mehr Worte gebrauche, das ist das, was Viktor eigentlich sagen wollte. Obwohl Preußen nach außen hin protestantisch erschien, hat es dann doch diesen Widerspruch geschafft zu machen, oder diesen Spagat, kann man ja vielleicht auch sagen, um das noch ein bisschen bildlicher darzustellen, diesen Spagat zu machen, zwischen auf der einen Seite protestantisch zu erscheinen, auf der anderen Seite aber einen Konkordat mit Rom abzuschließen, womit man dann ja natürlich im Grunde zugibt, dass die spirituelle, die geistige Macht des Heiligen Vaters in Rom, wie er sich nennt, Priorität hat in dem Land, mit dem gerade der Konkordat abgeschlossen war. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, oder? Ja, also die Anerkennung als höchste moralische Instanz. Und damit einhergeht ja auch automatisch, weil wir uns, wenn wir nochmal die Flagge vom Vatikan uns kurz vor Augen führen, Ja, die warte, den Gott. ich hol sie gleich mal mit Ja, dazu, ja. genau. Also die zwei Schlüssel von dem Apostel Paulus, die symbolisieren einmal die spirituelle Macht, das ist dann der. Na, jetzt kommt das Bild gleich. Den goldenen Schlüssel. Und darunter ist der silberne, der Für die die temporäre Macht, die temporäre weltliche Macht. wirklich macht. Beide sind verwoben mit diesem roten Kordelzug. Ja, der steht für das Okay. vergossene Blut der Heiligen von Jesu Christi. Richtig. Und sobald, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man auch wirklich hoffentlich auch mit dieser Lesung auch den Leuten klar wird, dass sobald man mit diesem Verein Verträge abschließt, erkennt man,
oder unterwirft man sich ja letztendlich dem Vatikan. So ist das. Ein Konkordat mit dem Heiligen Stuhl, wie er sich nennt, abzuschließen, ist nichts anderes als eine Kapitulation der eigenen Souveränität. Und jetzt nochmal eine Sache, die mich nochmal interessiert, weil wir ja in der vorigen Lesung, oder ich weiß jetzt gar nicht, in der, also auf jeden Fall in diesem Kapitel, hatten wir den Anhang durchleuchtet. Und da wurde ja auch immer das Wort Heiliger Stuhl verwendet. Also wird letztendlich auch von der UN selber auch das jetzt nicht, sage ich mal, offiziell als Vatikan-Stadtstaat bezeichnet, sondern die bezeichnen das auch intern sozusagen immer als Heiligen Stuhl, ne? Ja, also die englische Bezeichnung dafür ist Holy See. Und im Deutschen gibt es die Bezeichnung Holy See oder Heiliger See ja nicht. Da sagen wir, im Deutschen sagen wir Heiliger Stuhl. Das ist eine andere Interpretation. Aber es meint im Grunde dasselbe. Im englischen Ausdruck ist es Holy See. Und der Papst, der Antichrist, ist halt der höchste Vertreter dieses Heiligen Sees. Wie auch immer man das jetzt genau übersetzen will. Im Deutschen wird das halt mit Heiligen Stuhl übersetzt, ja. Ja, nee, das war jetzt nochmal so ein Punkt, der hoffentlich klar geworden ist. Tja, das hoffe ich auch, dass die Leute das irgendwann mal verstehen. Es gibt natürlich auch einige Leute wie der Baron von Richthofen, die so ignorant bleiben, dass ich sie zum Grunde vom Kanal wegschmeiße. Das ist gestern passiert da. Unglaublich, der mir sagt, dass ich keine Beweise bringe, für was ich sage. Wenn ich ihm dann den Beweis bringe, er meinte, dass die Medien kontrolliert werden von Freimaurern. Da habe ich ihm nochmal den Link geschickt zu Inter Mirifica. Ja, das ist ja kein Beweis. Ja, wenn das kein Beweis für dich ist, dann ist es nur ein Zeichen, dass du eben überhaupt keinen Verstand hast von der Bibel, wo sich dann in solchen Werken wie Inter Mirifica der Antichrist ganz klar zu erkennen gibt und zeigt, dass eben die Bibel das einzige wahre, bewahrte Wort Gottes ist und das uns von vornherein sagt, vor wem wir uns in Acht nehmen müssen. Und da gibt es halt Leute wie diesen Baron von Richthofen, die es immer noch nicht glauben wollen, selbst wenn du es ihnen 20 Mal unter die Schnauze hältst, weil die einfach zu störrisch sind wie ein Esel, ihre eigenen Untersuchungen mal so vernünftig anzustellen, dass sie da beginnen, wo es sollte, nämlich bei der Bibel. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Ich kann das auch hier gar nicht oft genug wiederholen. Die Bibel ist an der Basis all dieser Studien, weil nur wenn ich die Bibel kenne, dann kann ich rückblickend überhaupt diese ganzen Prophezeiungen erkennen. Da waren heute noch Leute, glaube ich, in unserer Skype-Gruppe, die auch mal meinten, bestimmte Prophezeiungen interpretieren zu wollen. Oder auch, wo ich dann geschrieben hatte, dass es ganz schön schwierig ist, anhand des Buches der Offenbarung zu bestimmen, den Finger jetzt drauf zu legen, wo wir uns heute 2018 ganz genau befinden. Das ist sehr, sehr schwierig. Gott gibt uns zwar diese Vorhersagen, weil eine Bibelprophezeiung nichts anderes ist als Geschichte, die im Voraus geschrieben ist, wie wir ja auch bei Henrik Retten Guinness bei der Lesung gestern von Romanismus und Reformation gelernt haben. Nur kann man diese Wahrheit, diese Prophezeiung, diese Geschichte, die im Voraus geschrieben ist, oftmals eben erst dann erkennen, wenn das bereits in der Vergangenheit liegt. Und da haben wir heute in 2018 den ganz großen Vorteil, dass wir eben über die meisten Prophezeiungen, ich sag mal den ganzen Großteil der Prophezeiungen in der Bibel, heute zurückblicken können. Und dann sehen, wie sich das in der Geschichte erfüllt hat. Da sollte normalerweise unser Geschichtsunterricht für dienen. Aber unser Geschichtsunterricht ist ja nur dafür da, um uns zu desinteressieren an Geschichte, um uns von der Wahrheit wegzulocken. Und deswegen machen wir solche Lesungen wie dieses Buch. Aber an der Basis von dieser Buchlesung muss immer erst die Bibel stehen. Ich muss erst die Bibel und ihre Worte begreifen, bevor ich überhaupt dazu kommen kann, die Geschichte richtig zu analysieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier eben nochmal machen wollte. Die Bibel muss an der Basis all dieser Untersuchungen erst stehen. So, und jetzt fahre ich nochmal fort mit der Lesung hier. Kardinal Pacelli, schrieb Kees van Hoek, sein offizieller katholischer Biograf im Jahre 1939. Kardinal Pacelli war schon immer bekannt für seine starke Neigung zu Deutschland. So haben Deutsche und Italiener jetzt gute Gründe, sich hoffnungsvoll auf Antichrist Papst Pius XII. Vermittlung in ihrem Namen zu freuen. Denn seine Vergangenheit zeigt, dass er anstatt Hitler, den er in den 7 Jahren seines Aufenthalts in München
sehr gut kannte, zu verurteilen, ein Konkordat mit den Nazis unterzeichnete, das er im letzten Krieg mit dem deutschen Kaiser versuchte auszuhandeln. Er fürchtet deutsche Radikale ebenso wie sein Vorgänger, die Bolschewiki, fürchtete. Also Papst Pius XI. Fürchtete wohl die Bolschewiki, den Kommunismus, obwohl dieser eben von den Jesuiten initiiert war. Wie Antichrist Papst Pius XI. Ist er auch durch seine Familie mit der faschistischen Bourgeoisie verbunden. Monsignore Eugenio Pacellis Onkel, ein berühmter Banker, war der Gründer und Unternehmensgeist der Banco di Roma, einer der größten Banken und Investmenthäuser Italiens. Sein Bruder Francesco Pacelli, der den faschistischen Lateranvertrag entworfen hat, also der Bruder von Eugenio Pacelli, entwirft den Vertrag, den Matthias Erzberger im geheimen Vertrag von London 1915, wie wir uns erinnern, bereits vorbereitet hat, traf sich zu mehr als 100 geheimen Konferenzen mit Mussolini, bevor der Vertrag überhaupt unterzeichnet wurde. Das antichristliche Papsttum kann und wird zweifellos das gegenwärtige faschistische System in Italien überleben. Aber zu Lebzeiten von Eugenio Pacelli wird es weiterhin die Interessen Italiens unterstützen und unter allen möglichen Regimen wird Deutschland weiterhin das Schwert der Kirche Roms bleiben, solange es nicht antikatholisch wird. Also, man musste dafür sorgen, dass der Protestantismus in Preußen, der ja antikatholisch war, so weit zurückgedrängt wird, dass Deutschland weiterhin die Funktion des Schwertes der römisch-katholischen Kirche erfüllen konnte, wie Antichrist Papst Leo XIII. Es gefordert hat von dem deutschen Kaiser im Lauf der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts, wie wir bereits früher in diesem Buch gelesen haben. Und dann verlagert Rom das Schwert der römisch-katholischen Kirche von Deutschland auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Das Lamm, das dann beginnt zu sprechen wie ein Drache, wie in Offenbarung Kapitel 13 es vorhergesagt wurde. Heute, sagt der Autor, ist die antichristliche päpstliche Diplomatie wieder hinter den Kulissen beschäftigt. Gemessen an ihrem Bericht im letzten Krieg, also dem Ersten Weltkrieg, und an den persönlichen Neigungen des damals anwesenden Antichristenpapstes Eugenio Pacelli und seiner jesuitischen Berater, ist die Kurie, also die Kardinalsversammlung und in der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche eines der höchsten ausführenden Organe, nicht das uneigennützige und erhabene Gericht, das den Amerikanern erscheinen soll. Auch der Antichrist, also der Papst, hat ein politisches Hühnchen zu rupfen. Mit der Verbreitung der Idee, dass der Papst als Oberhaupt der Christenheit in der künftigen Friedenskonferenz Vorsitzender und Schiedsrichter sein soll, können klerikale Politiker jedoch ihrer Sache einen schlechten Dienst erweisen. Sowohl Protestanten als auch orthodoxe Katholiken, die nicht an irgendeinen Häuptling der Christenheit glauben, also den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes akzeptieren, könnten nun schlussfolgern, dass die Alliierten im Jahre 1915 in London schließlich nicht so schlecht beraten waren. Und damit endet das Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Auf den nächsten Seiten kommen wir noch dem Anhang gegen, die Übersetzung, die Viktor sehr spontan gemacht hat aus Der globale Vatikan, die wir bereits gelesen hatten. Das Buch selbst endet hier. Mit einer, denke ich, interessanten Schlussfolgerung, die wir gerade eben hier nochmal gelesen haben. Habt ihr dazu noch abschließende Bemerkungen, bevor wir nochmal in einen kurzen, in eine kurze Zurückbeschauung der bis hierhin gelesenen Kapitel haben? Wollt ihr da nochmal etwas zu sagen jetzt in diesem Moment bitte, Viktor und Michael? Ja, ich auf jeden Fall gerne. Ich hatte ja schon mal in der vorletzten oder letzten Lesung kurz erwähnt,
Da ging es, glaube ich, auch um den Anhang in diesem Kapitel. Und zwar, wenn wir uns den vorletzten Satz uns nochmal anschauen, und zwar in der künftigen Friedenskonferenz Vorsitzender und Schiedsrichter sein soll, also der Antichrist. Ich denke, das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich, wenn wir uns heute 2018 ansehen, wohl möglich auch dieser Beobachterstatus letztendlich auch so eine Art, das verkörpert, ne, diesen Vorsitz und der Schiedsrichter, also, ne, dass man das alles beobachtet und kontrolliert von außen. Der Papst wird von vielen führenden Politikern dieser Erde als der Friedensbringer gepriesen. Als der Prinz des Friedens, ein Titel, der unserem Herrn Jesus Christus alleine zusteht. Und genau das ist der Casus Knactus, genau das ist der Punkt, den du hier ansprichst, Viktor. Weil die Menschen nicht mehr wissen, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Deswegen kann Papst Franziskus, sein Vorgänger und seine Nachfolger, das Amt des Antichristen, das Amt des Papstes immer sich als Friedensbringer, als Vermittler, als objektive Person einschalten, um Frieden zu vermitteln. Für die Welt, die nicht hinter die Kulissen schaut. Michael? Hast du vielleicht was dazu zu bringen? Nee. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch mal eben das Buch an, so wie wir es bis jetzt bereits gelesen hatten. Ich hatte hier extra noch mal den ersten Teil aufgemacht, weil wir hier noch mal zurückgehen auf den Anfang des Buches. Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, um das 12. Kapitel jetzt zu einem würdigen Abschluss zu bringen. Eine faktische Analyse der Beziehung zwischen Nazifaschismus und römischem Katholizismus. Genau das ist uns gelungen, um diese faktische Analyse mit Beweisen dargelegt aus Dokumenten von der römisch-katholischen Kirche selber und vor allen Dingen auf Basis der Prophezeiungen aus der Bibel zu beweisen, dass der Nazifaschismus und der römische Katholizismus eng miteinander verbunden sind. Am kräftigsten ist meines Erachtens hierbei immer noch die Aussage aus der Civilta Catholica, die Viktor ja wunderbar übersetzt hat, in dem steht, dass das Regime des Faschismus die politische Form ist, die der römisch-katholischen Kirche, den Konzepten der römisch-katholischen Kirche am meisten entspricht. So habe ich es ziemlich gut wiedergegeben, denke ich, Viktor. Ja, ich bin einverstanden. Danke. Dieses Buch, das wir jetzt gerade gelesen haben, da haben wir 12 verschiedene Kapitel gesehen. Im ersten Kapitel haben wir uns beschäftigt mit den Jesuiten, den Juden und den Freimaurern und wie diese drei zusammenhängen und wie die römisch-katholische Kirche gemeint hat, dass Juden und Freimaurer auf der anderen Seite des Berges hochgeleitet werden und dass sie unter Gottes Leitung diesen selben Berg besteigen und dass die Juden und Freimaurer von Satan geführt werden und dass die römisch-katholische Kirche der Bekämpfer des Satans auf dieser Welt ist. Und wir haben natürlich festgestellt, dass die römisch-katholische Kirche als Synagoge Satans überhaupt nicht dafür in Anmerkung kommt. Dafür haben wir das erste Kapitel gelesen. Im zweiten Kapitel, getitelt Die Jesuiten und die Protokolle von Zion, haben wir ganz deutlich aufgezeigt, dass es von den Jesuiten eine beabsichtigte Rolle war, den Antisemitismus in Europa auf verschiedene Arten und Weisen zu verbreiten, hauptsächlich durch Frankreich, zum Beispiel durch die Dreyfus-Affäre und durch die Protokolle von Zion, um die den Juden zu unterzuschieben und dafür zu sorgen, dass in verschiedenen europäischen Staaten ein Judenhass entsteht, mit dem dann gerechtfertigt wird, dass es eine Judenverfolgung gibt, aus der man dann den unbiblischen, neumodischen Staat in Israel seit 1948 gründen konnte. Dass der ganze Antisemitismus hat nämlich lediglich diesen einen Grund. Und um das nochmal kurz auf den letzten Nenner zu bringen, für diejenigen, die es immer noch nicht verstanden haben.
Der Staat in Israel ist nur dafür da. Das ist ein einziges großes KZ, ein einziges großes offenes Konzentrationslager, um dafür zu sorgen, um die Juden dieser Welt auf einen Platz zu bringen, weil dann, wenn ich sie auf einem Platz habe und da kontrolliere, dann kann ich mit ihnen machen, was ich will. Und dann kann man sie sehr gut vernichten. Und das ist von Anfang an das Ziel der römisch-katholischen Kirche, die Vernichtung der Juden. Das war bereits das Ziel zur Zeit Jesu Christi. Das war das Ziel der Zeit davor, als es noch vor dem heidnischen Rom Griechenland war oder Medo-Persien oder Babylon. Die Vernichtung des wahren Volkes Gottes hatte immer Priorität. Bis zur Zeit Jesu Christi natürlich vor allen Dingen, um dafür zu sorgen, dass die Prophezeiung, die der Herr uns selbst gegeben hat in Genesis, also erstes Buch Mose Kapitel 3, Vers 15, sich nicht erfüllt, wo der Herr davon spricht, dass er mit einer Blutlinie dafür sorgen wird, dass die Erlösung über die Menschheit kommt. Die Erlösung, die Jesus Christus vor 2000 Jahren war, als er auf dieser Erde als Gott wandelte, ans Kreuz geschlagen wurde, 3 Tage später auferstand und zum Himmel gefahren ist und durch seinen Tod und sein Blutvergießen und seine Gnade im Grunde alle Sünde von uns auf sich genommen hat und dafür sorgt, dass wir vor dem Vater durch ihn und durch seine Gnade gerechtfertigt werden. Nur durch seine Gnade und nichts anderes, keine Werke. Und die Protokolle von Zion sollten eben dafür sorgen, dass man unter anderem mit diesen Protokollen von Zion dafür sorgt, dass Antisemitismus, also Hass auf die Juden in ganz Europa und der ganzen Welt, weit verstreut ist. Und man muss sich ja heute nur mal in den einschlägigen Foren im Internet bewegen und man sieht, dass diese Hasssaat der Jesuiten unglaublich gut aufgegangen ist. Bis heute, 2018. Übrigens, Michael und Viktor, wenn ihr inzwischen irgendeine Bemerkung habt zu dem, was ich hier sage, bitte, dann fallt mir ins Wort, sonst fahre ich nämlich einfach fort. Im dritten Kapitel haben wir dann den merkwürdigen Fall von Leo Taxil gesprochen, wo ganz deutlich wurde, dass er ein Lügner ist, ob er jetzt für die Jesuiten gelogen hat, für die er erst gearbeitet hat als Kathole, als Katholik, oder für die Freimaurer hinterher, und dass er durch viele seiner Fälschungen dafür gesorgt hat, dass die Leute eine andere Sicht zum Beispiel auf das Freimaurertum kriegen, als das, was sie wirklich darunter sehen sollten. Dann haben wir im vierten Kapitel gesehen, dass das Ziel der Jesuiten bereits schon immer war, das, was wir heute die neue Weltordnung nennen, nämlich die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches, unter anderem auch mit Hilfe Deutschlands im Ersten Weltkrieg, wo eben der Papst Leo XIII. Dem deutschen Kaiser sagte, dass er wolle, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wird, um dafür zu sorgen, dass das Heilige Römische Reich wiederhergestellt wird, das wir heute in der Form der Europäischen Union haben und in dem wir alle, die diese Videos wahrscheinlich schauen, im Moment auch leben. Dann haben wir im nächsten Kapitel 5 gelehrt über die Zusammenhänge zwischen Hitler und der römisch-katholischen Kirche. Im Kapitel 6 hatten wir gesprochen von der katholischen Kirche und der Ständestaat, also die Feudalherrschaft, die im Grunde ganz oben auf der Agenda der Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche steht, um den Mittelstand auszurotten, ja, und dafür zu sorgen, dass es nur noch eine Feudalherrschaft gibt, das heißt diejenigen, die herrschen, über diejenigen, die beherrscht werden. Dazwischen gibt es gar nichts und es wird das eingeführt, dass eben alle Regierungen von dem Volk, durch das Volk, für das Volk vernichtet werden durch eine Einführung des Ständestaates. Das größte trojanische Pferd aller Zeiten, das ist der Katholizismus, der sich hinter all diesen politischen Intrigen die ganze Zeit verborgen hat und auch heute immer noch verbirgt. Und man hat im Englischen so einen schönen Ausdruck von Look at the elephant in the room oder You don't even see the elephant in the room. Man sieht noch nicht mal den Elefant im Porzellanladen, weil man ihn einfach nicht wahrhaben will. Das ist eben, wenn die Jesuiten sich unter ihrer mit ihrer chamäleonischen Art auf eine Art und Weise verstecken und für Dinge ausgeben, die sie nicht sind und dafür eben dann sorgen, dass in der Zwischenzeit in friedliebende Nationen das trojanische Pferd eingelassen wird, wo dann der Krieg und Zerstörung und Verfolgung und Wegnahme der Freiheiten, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Gedankenfreiheit, Religionsfreiheit, alles weggenommen werden.
durch das größte trojanische Pferd aller Zeiten in Kapitel 7. In Kapitel 8 hatten wir gelesen von dem Nationalsozialismus und der katholischen Rekultivierung, wo es hauptsächlich, denke ich, ging um die Vernichtung der liberalen Elemente innerhalb der katholischen Kirche, um die wieder auf Null zu setzen und dafür zu sorgen, dass der ultramontane Katholizismus derjenige ist, der regiert und dass alle, vor allen Dingen liberalen Elemente, daraus genommen werden. Genau dasselbe, da ging es drum in Kapitel 9 mit Hitlers Kampf gegen die Kirchen, wo er mit seinem Kampf hauptsächlich gegen die katholische und natürlich protestantische Kirche dafür gesorgt hat, allen Widerstand gegen den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes in der römisch-katholischen Kirche wegzuarbeiten. Deswegen der Kampf gegen die Kirchen. Dann in Kapitel 10, Nationalsozialismus und katholische Aktionen, das überspringe ich eben, hatten wir dann in Kapitel 11, Rexismus und die katholische Aktion gesehen. Da haben wir uns mit Belgien beschäftigt und Leon de Grelle, den wir, glaube ich, auch hier jetzt gerade in dem Bild sehen. Das passt ja gerade eben in dem Video hier, da ist er, wunderbar. Guck mal, wie schön das passt manchmal in Kapitel 11. Und halt gesehen haben, wie diese Puppenregierungen im Ausland von Deutschland gesehen, auch alle die faschistische Regierungsform übernommen haben. In Belgien mit dem Rexismus, in Frankreich unter dem besetzten Land unter der Regierung von Pétain, in Italien natürlich unter dem Faschismus von Mussolini, in Spanien unter dem Faschismus von Franco und hauptsächlich eben hatten wir uns mit dem Rexismus beschäftigt und dem Einfluss der römisch-katholischen Kirche in Belgien. Ja, und dann hatten wir zum Schluss Rexismus, Pro-Germanismus von Pius XII., von Antichrist Papst Pius XII. Im letzten Kapitel, im 12. Kapitel uns angeschaut und das haben wir so gerade eben in der Lesung beschlossen. Und damit kommt diese Lesung von hinter den Diktatoren nach 37 Lesungen zu einem Schluss, zu dem ich eben noch zu abschließenden Worten sowohl Bruder Viktor als auch Michael einlade, um da noch eben ihre eigenen abschließenden Gedanken zu dieser Vorlesung, bei der sie mich ja überall begleitet haben, dankbarerweise. Danke auch für eure Hilfe und eure Dinge, die ihr eingebracht habt in die Lesung, denen ich jetzt beiden eben nochmal das letzte Wort vor meinem abschließenden letzten Satz wohl erteilen möchte. Wer möchte denn anfangen von euch beiden? Ich würde das Wort dem Viktor geben wollen, weil er auch die nette Übersetzung gemacht hat. Oh, das ist sehr nett. Vielen Dank. Dann werde ich mal meine abschließenden letzten Worte jetzt nochmal in das Mikrofon stammeln. Und ja, zuallererst nochmal vielleicht ein Punkt, der mir noch wichtig ist, dass das begriffen wird, jetzt gerade auch jetzt im Anschluss dieses 12. Kapitels, nämlich, dass damals in der Zeit von Martin Luther die Reformatoren Wycliffe und Tyndale und Calvin in ganz Europa dem Antichristen letzten Endes ihm seinen goldenen Schlüssel geraubt haben. Und wir wissen ja, dass der goldene Schlüssel mit dem silbernen zusammen verwoben ist. Und was haben wir gesehen oder was sehen wir denn aus der Geschichte? Sie beweist ja, dass ab diesem Zeitpunkt die Menschen aufgehört haben, Ablasshandel zu betreiben oder sich eine letzte Ölung oder dergleichen ja eine verabreicht zu bekommen. Dadurch hat sich bei uns in unserer Gesellschaft der Mittelstand gebildet. Familienunternehmen haben sich gebildet. Und nun, ja, sind wir leider an diesen letzten Zügen wohl bald angekommen. Ich hoffe, das ist nochmal ganz deutlich geworden. Mir ist es zumindest, und ich denke auch vielleicht den einen oder anderen jetzt, der ab und zu ja auch häufiger unsere Lesung begleitet hat. Dann als letztes noch möchte ich mich auf jeden Fall zuerst mal bei auch Michael bedanken für die sehr konstruktiven und ja, treffenden Kommentare, die du ja während der Lesung beigetragen hast. Und dann natürlich auch Jörg,
ganz, ganz großen Dank an dich, dass du dir auch die Aufgabe auf dich genommen hast, nicht nur jetzt die Lesung hier zu halten, nicht nur deine Kommentare anzufügen, sondern natürlich auch hinsichtlich der Übersetzungsarbeit mir ja mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast. Also für mich, in meinen Augen, war das eine ja sehr runde und sehr konstruktive Zusammenarbeit. Und ja, ich möchte dir nochmals sehr, sehr, sehr herzlich dafür danken und dass wir auch immer, ganz wichtig, die Botschaft der Bibel auch mit diesen Lesungen den Zuhörern und Zuschauern näher gebracht haben. Dann bedanke ich mich für die Zeit und gebe das Wort dann weiter an Michael. Vielen Dank. Ja, bevor Michael jetzt übernimmt, Viktor, möchte ich ganz kurz auf etwas eingehen, was du gerade eben erwähnt hast, nämlich Martin Luther. Aus einem kleinen Auszug von Griesingers Buch, der ja 1866 das Buch veröffentlicht hat über die geheime Wirkung der Jesuiten und der Beginn ihres Ordens bis heute, 1866. Und da lesen wir ein Gedicht, das genau darüber geht, worüber du gesprochen hast. Du hast gesagt, dass Martin Luther und die Reformatoren den goldenen Schlüssel des Papstes angegriffen haben. Und durch den goldenen Schlüssel natürlich anzugreifen, ihm den silbernen, die weltliche Macht, noch mehr entrissen haben. Und genau davon handelt dieses kleine Gedicht, was ich eben noch mal vorlesen möchte. Und danach möchte ich auch natürlich auch Michael bitten, sein Schlusswort zu bringen. Der Teufel saß in der Hölle und krümmt sich vor Schmerz, weil der Mönch Luther sich gefasset das Herz, einzugreifen in der Welten Ring und zu stürzen die alte Ordnung der Ding. Ist nicht genug, so heult er, daß es weithin schallt, daß die Arge sich wagt an die geistliche Gewalt? Muß er auch noch mein eigen Reich und Dominium sich erkühnen zu stürzen und um? Bei meiner Großmutter, er ist im Stand und erobert die Hölle, wenn ich ihm nicht eine größere Macht entgegenstelle. Doch wer hilft mir in dieser schweren Not, wo die Welt aus den Fugen zu gehen droht? So heult der Satan und schlägt sich vors Hirn, das Blut gefärbt war bald die schwarze Stirn. Da trat die Schlang zu ihm, altgiftig Tier, welch von Bosheit, Trug und List der Bauch berstet schier, und flüstert ihm leis ein paar Wort ins Ohr, der Teufel in seinem Innern nicht eins davon verlor. Auf sprang er, und erleichtert schwoll ihm die Brust, und sein Auge leuchtet vor Wonn und Lust. 9 Monat drauf ein Weib einen Jungen gebar, dess Name Don Inigo von Loyola war. Ja, Jörg, vielen Dank dafür. So wie ich am Bildschirm sehe, bin ich jetzt dran. Ich wollte mich eigentlich bei euch beiden bedanken, denn zum einen Viktor mit der deutschen Übersetzung, zum zweiten bei dir für deine Einladung zu der Lesung. Und ich habe halt einfach festgestellt, dass, obwohl ich dieses Buch schon vorab von Leo Herbert Lehman im Englischen gelesen hatte, beziehungsweise deine Videos dazu gesehen habe, dass also viel, viel tiefer geht und man halt einfach viel ein besseres Verständnis bekommt, wenn es eben in der Muttersprache dargeboten wird. Und da es zusätzlich halt um die deutsche Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts ging, haben man natürlich dann auch noch da einige Dinge, die man halt selber da gerne recherchiert. Und deswegen fand ich die ganze Lesung eigentlich auch sehr, sehr spannend, weil ich damit auch eine ganze Menge Parallelen zur heutigen Politik sehe, wenn ich sehe, wie stark eine sogenannte christliche Partei, die sich da CDU-CSU nennt, da jetzt von den entsprechenden klerikalen Mächten leiten lässt. Und da hat mich dieses Buch eigentlich drin bestärkt, dass es eben keine komplette Trennung zwischen Staat und Kirche gibt, wenn ein sogenanntes Konkordat herrscht. Und ich denke, dass das auch eins der Hauptgründe eines Konkordatsschlusses ist, dass eben der Vatikan dann durch die Möglichkeit, die Staatskirche zu
integrieren, aufzurichten, halt einfach auch das öffentliche Leben bestimmt und das alles unter dem Deckmantel der Nächstenliebe, Barmherzigkeit etc. und so weiter. Das war für mich eigentlich so komplett ein rundes Bild, was sich da ergeben hat. Und wie gesagt, da es in der Muttersprache ist, fällt es mir halt einfach auch vom Verständnis her viel leichter. Und ich wünsche mir und ich hoffe, Entschuldigung, dass es auch viele andere so sehen, die vielleicht deine englischen Lesungen nicht verfolgt haben oder nicht verfolgen können. Und dass es auch sehr, sehr gute Verbreitung, sehr, sehr gute Streuung gibt in vielleicht auch anderen Medien. Und dass man da halt einfach jetzt auch mal ein bisschen offener zur deutschen Geschichte steht. Denn ich erlebe das ganz oft, wenn man sich mit anderen Menschen unterhält, dass die bei gewissen Reizworten dann völlig apathisch reagieren, wie so ein dressierter Hund bei Pavlov oder so. Oder ich weiß nicht, bei Pavlov war es auf jeden Fall, wo dann ein Reflex ausgeübt wird, wo Leute sagen, ach nee, nee, hör mir auf. Ach, vergiss es. Ja, wo halt, ich wünschte mir halt einfach ein bisschen mehr auf die Objektivität, dass man halt über gewisse Dinge reden könnte und aber gewisse Dinge halt einfach sich überhaupt mal einen Kopf macht. Denn unsere, ich glaube, das, da würde ich auch gerne Lanze brechen, unsere Eltern, Großeltern sind nicht so schlecht, wie sie vielleicht von der Geschichte her dargestellt werden. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass ich damals dieses Wissen gehabt hätte, was ich heute habe, dann hätte ich vielleicht auch meine Großeltern in einem ganz anderen Licht gesehen. Ich denke, da muss man auch ganz viele ältere Menschen und Familien, Angehörige, Opas und Uropas etc. pp. Auch da rehabilitieren. Das wäre auch noch ein kleiner Wunsch von mir, dass man vielleicht ein bisschen nachsichtiger zu der Generation, mit der Generation umgeht, die halt dieses alles mitmachen musste, was uns vielleicht alles noch bevorsteht. Das wäre mein Schlusswort. Ja, danke Viktor an erster Stelle, weil er das erste Schlusswort gebracht hat und Michael für das zweite, für eure zusammenfassenden Worte. Danksagungen sind dir heute genug passiert. Ich meine, es ist deutlich, ohne Viktor seine Übersetzungsarbeit hätte dieses Buch nicht überhaupt nicht stattgefunden zu lesen, für mich. Und ohne Michael seine Mitwirkung wäre es nicht so reich an Kommentaren und Inhalt geworden. Deswegen schön, dass die beiden mich begleitet haben und ich möchte doch hauptsächlich einem danken, der hier bis jetzt noch nicht gedankt wurde, obwohl ich weiß, dass ihr in eurem Herzen auch nichts anderes tut, als dem Heiligen Geist dafür zu danken, dass er uns zusammengeführt hat, dass wir hier über Skype uns treffen konnten und ohne große technische Probleme 12 Kapitel und 37 Lesungen von dem Buch Hinter den Diktaturen, den Drahtziehern auf der Schliche machen konnten. Und ich hoffe, dass dieser selbe Heilige Geist, der uns dazu geleitet hat, unseren Brüdern und Schwestern diese Erkenntnisse aus diesem Buch mitzuteilen, dass dieser selbe Heilige Geist euch, die ihr dieses Video anschaut, auch dazu leitet, die richtigen Schlüsse für euch, für euer Leben, für eure eigenen Konsequenzen zu ziehen. Genauso wie Michael gerade eben auch ein bisschen angedeutet hat, auch auf einmal vielleicht seine Familie auf andere Art und Weise zu beschauen. Und zum Beispiel auch zu berücksichtigen, was Michael gerade nochmal mit angeführt hat, das Konkordat, das damals abgeschlossen wurde. Adenauer hat damals nach dem Zweiten Weltkrieg die sogenannte Entnazifizierung in Deutschland abgeschlossen, zum Ende seines Amtes. Aber das Konkordat, das 1933, das nazifaschistische Dritte Reich mit dem Heiligen Stuhl abgeschlossen hat, das ist heute immer noch gültig. Also wo kann man denn dann von Entnazifizierung des Staates sprechen? Es wurden vielleicht bestimmte Leute aus der Bevölkerung rausgegriffen und sozusagen entnazifiziert oder an den Pranger gestellt, wie das auch heute leider ständig noch passiert in unserer so politisch korrekten Welt, wo die Gutmenschen ja meinen, regieren zu müssen, aber an der Wurzel das Übel ausgerottet haben, nämlich den Fisch, der von oben anfängt zu stinken, am Kopf anzufangen. Das hat es damals nicht gegeben und das gibt es auch heute nicht. Und dafür bin ich so unglaublich dankbar und möchte meine Dankesworte an unseren Herrn Jesus Christus richten, dafür, dass er uns überhaupt in die Lage versetzt hat, dass wir diese Lesung hier heute haben tun können, machen können und dass er uns das Wissen, die Weisheit aus seinem Wort so offenbart, dass wir sein Wort und die Geschichte so verstehen, wie es sich tatsächlich abgespielt hat und nicht wie der Antichrist und die Jesuiten in ihrem Ratio Studiorum Terrata, das sie für uns vorspielen, wollen, dass wir es verstehen.
sondern dass wir Jesus Christus auf den Knien dafür danken, für seine Gnade, uns aus dieser Lüge herausgeholt zu haben. Und mit diesen Worten möchte ich das beschließen. Lest eure Bibel, denn da ist die einzige und alleinige Wahrheit für diese Welt inbegriffen. Die Bibel muss immer die Basis für alle eure Studien sein. Und ich hoffe, dass ihr diese Videos weit verbreitet und dass ihr dieses Wissen, das ihr darin gewonnen habt, weit verbreitet und dafür sorgt, dass noch viel Saat gesät wird, die, wenn sie dann durch Gottes Gnade aufgeht, dafür sorgen wird, dass die römisch-katholische Kirche weniger Seelen fängt und der Heilige Geist mehr Seelen bekommt. Unter anderem, hoffentlich, durch diese Arbeit. Lest eure Bibel. Bis zur nächsten Lesung. Maranatha.